Hallo und damit herzlich willkommen bei Lead Effect. Ich bin's wieder, T-Monster, und heute ist mit am Start der gute Zero. Was geht ab, Leute? Und diesmal mit der Facecam zu sehen und das auch die ganze Folge zusammen. Und ich denke mal, das ist auch ein bisschen unterhaltsamer, wenn man eure geilsten Kommentare, ja, wenn man euch dabei sozusagen in die Augen schaut. Und ja, es wurde auch mal wieder Zeit, ne? Es wurden ganz viele Kommentare unter die Videos wieder rausgehauen, die es zu beantworten gilt. Und da sind auch wieder ein paar Kommentare dabei. Ah. Leute, gebt's euch einfach direkt nach dem Intro. Ich kann leider nicht antworten, weil meine YouTube-App kacke ist. Aber danke für die Antwort. Senden. I Love Zocken schreibt, Zero, nimmst du auch Freundschaftsanfragen bei PSN an? Und Digga, das kann auch ich beantworten. Wir nehmen so gut wie jede Anfrage im PSN an, egal ob das Zero oder ich bin. Das Problem ist, wir sind nicht dauerhaft online und verdammt nochmal, ihr glaubt's nicht, wir zocken echt wenig. Wir zocken eigentlich hauptsächlich nur zu den Streamzeiten, das heißt Samstag 20 Uhr mit euch hauptsächlich. Und die Einladungen oder Freundesanfragen, die in den Stream reinkommen, die nehmen wir erst am Ende des Streams an, damit wir dann nicht die Lobbys voll mit euch haben. Ja, so sieht's aus. Es ist auch jetzt nicht so, dass wir dann sagen so, na, wir wollen euch nicht haben oder so, oder das direkt annehmen können. Daran liegt's echt nicht. Also es ist einfach nur, wir nehmen die Freundschaftsanfragen alle an, jede nehmen wir an, aber einfach erst dann, wenn wir zocken und wenn wir gerade Lust dazu haben, sie anzunehmen. Also keine Sorge, wir nehmen euch an, aber wann ist immer unterschiedlich. What the fuck? 70 Billionen Abonnenten? Ich war 3 Tage nicht on und dann sowas. Wenn diese Zahl da stehen würde, Digga. Hast du Bock, mal die Nullen zu zählen, um zu wissen, was es für eine Zahl ist? Es sind 70 Billionen. Das sehe ich auf den ersten Blick. Sowas habe ich halt oft auf dem Kontoauszug stehen. Der gute René schreibt, danke für den Motivationsfilm. Den habe ich und denke viele anderen genau jetzt gebraucht. Super gemacht, klasse Arbeit. Mega, danke, Digga. Danke, danke, danke. Ja, danke auf jeden Fall für das Kompliment. Ich habe mir viel Mühe dabei gegeben bei dem Video und mir macht es auch mega Spaß, Leute zu motivieren. Das habt ihr wahrscheinlich auch jetzt bei dem letzten Video gesehen, du bist die Elite. Und ich vertrete einfach so den Grundsatz, diesen Elite-Fake-Grundsatz, den hier Monster und ich halt auch so haben, dass wir halt einfach immer weitermachen, immer dranbleiben, immer uns festbeißen an einer Sache, wenn wir sie nicht hinkriegen oder ein Problem haben und es so lange angehen, bis wir es behoben haben. Und diese Motivation, die wir halt täglich haben oder die wir uns täglich gegenseitig geben, die versuche ich euch halt, unserer Community, halt auch zurückzugeben. Und ich denke mal, ja, solche Sachen sind halt der beste Weg dafür. Und deswegen cool, dass das auch dann ankommt. Und ich denke, ihr merkt auch, wie wichtig ihr uns allgemein seid. Wir versuchen immer noch so gut, wie es geht, auf jedes Kommentar einzugehen, weil wir uns ist einfach klar, dass es ohne euch uns in der Größe oder dieser Kanal einfach nicht existiert. Also uns wird schon existieren, aber nicht so in dieser Form im Internet. Und das ist einfach mega. Ich warte darauf, bis ihr so 200k habt. Dann kann ich sagen, dass ich bei 7k dabei war. Digga, wir sprechen uns in der Woche. Megawatt23 schreibt, wie macht man, dass man euch beide hört? Zero! Monster! Lass mal wieder ein Video aufnehmen! Hört sich gut an! Guddi, ich schmeiß die Blaze an! Ja! Ja, Leute, wir hoffen, euch hat das jetzt gefallen hier mit der Facecam. Ich denke mal, das hat vielleicht ein bisschen, oder wir denken mal, das hat ein bisschen mehr Entertainment-Faktor, wenn man das Ganze hier komplett mal ohne Gameplay im Hintergrund laufen lässt. Und da würde uns natürlich brennend interessieren, wie findet ihr das, dass man uns jetzt hier die ganze Zeit gesehen hat, also mal ein Format, wo man uns die ganze Zeit sieht. Und haut das auf jeden Fall in die Kommentare rein, würde uns brennend interessieren. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen, Digga? Nett? wie behindert das war, was ich gerade gemacht habe. Uns bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr Bock habt, uns finanziell zu unterstützen, dann könnt ihr das Ganze tun über Amazon oder MMOGA. Das ist kein Muss, ihr habt keinen Kostennachteil, aber ihr würdet uns damit mega unterstützen und wir können Unterstützung mega gut gebrauchen. Das war's dann erstmal von mir, euer Monster. Und euer Zero. Bis zum nächsten Mal. Ja! Ja!